sein, oder? Weil das andere kannst du ja nicht aufladen. Jetpack, ja, ich weiß schon, welches du meinst. Advanced Electric Circuit Copper Cable. Das ist ja eigentlich. Warte mal, ich glaube, ich mache mir da mal so ein also kleines Copper habe ich jetzt schon wieder Jetpack, fast einen Stack, den ich mit nach Hause bringe. Mal gucken, warte mal, dann nehmen wir mal hier mal. Kurz, warte mal, wie mache ich das denn? Na, bis dazu, die brauchen wir doch dafür auch für ein paar Rezepte. Habe ich ja einen Stack mit nach Hause genommen. Office Jetpack, zum Glück. Ja, und du schmeißt deins erstmal weg und du sagst noch so, ja, irgendwann brauchen wir das wahrscheinlich eh und dann war das eh ein großer Fehler. Ja, zum Glück habe ich den Stack nicht weggeworfen. Wäre sehr dämlich gewesen, zum ja. Zum Glück war ich nicht so dämlich und habe den behalten. Warum ist meine Musik weg? Lol, was hat das denn jetzt? Lol, hier ist gerade irgendwie was explodiert. Ich muss mir jetzt erstmal merken, wo das Portal ist. Das Portal ist da. Ja, jetzt bin ich schon zu weit weg. Jetzt habe ich keinen Bock, mich da wieder zu bewegen. Lol, lol, dieses scheiß Ding. Lol, das bringt einen ja zum Brennen. Achso, die Feuerfledermaus. Irgendwann genau. Explodiert die auch. Gut, das war gerade eben dieses Boom. Hätte sich das auch schon wieder aufgeklärt. Ja, ich hatte das so gemerkt, als sie mich dann fast umgebracht hat mit der Explosion. Nee, du, das hat die noch nicht so ganz geschafft. Ja, und ich stand die ganze Zeit auf einer Stelle, weil ich gerade am Bauen war mit den Pumpen und alles. Und dann kam die auf einmal so an. Dann war ich auf einmal fast tot. So, du, ich baue mich jetzt hier einfach mal ein Stück runter. Muss der Lava auf jeden Fall mal näher kommen. Ich kann das ja nicht mitnehmen. Was werfe ich weg? Ein Pilz. Warum habe ich einen Pilz mit? Ist auch voll dumm. Ah, du, ich bin... Alter, ich bin so richtig dumm. Ich vorhin schon. Ich glaube, so langsam komme ich mal wieder nach Hause. Können sie auch TP'n, das ist ja jetzt hier nicht so dramatisch. Kann sich aber nicht in die andere Dimension teleportieren. Das wird noch dauern, doch. Und da ist das Boom gemacht. Talalalala. Was? Und Mr. Vollidiot hier. Oh, ich was bin hab zu ich denn gemacht? Inkompetent. Ich dachte, du willst mich wieder beleidigen. Ich wollte dich auch beleidigen, ey, aber ich hab's dann so ausgeschmückt, als wär's an mich gewesen, ja, ey. Ich auch, ey. Ah, ich glaube auch, ey. Ey, was haben wir jetzt mit unserem ey? Ey, 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 ey. Ich hab das eh immer wegen einer Klassenkameradin, also wegen einer ehemaligen Klassenkameradin von mir. Ja, du. Die sagt das auch bist immer. Du ja aus deiner Scheißschule raus, ne? Ja, die Schule war echt scheiße. Die Klasse war cool, die Schule war scheiße. Ja, das kenne ich allerdings. Ja. Wobei, unsere Klasse ist zum Großteil auch scheiße. Und das sagt so circa die Hälfte der Klasse. So. Von hier oben habe ich einen Screenshot gemacht. Das war echt, echt super. Intellektuell meinst du? Was? Intellektuell, das heißt schlau. Idiot. Banause. Fast vorbeigerannt. Oh, da ist noch mehr. Bist aber manchmal ein Idiot, ne, Justin? Ich dachte, ich habe schon mehr als 9. Nur 9? Vor allem, weißt du, manche freuen sich total über 9 Stück und ich reg mich auf, weil es nur 9 sind. Ich reg mich eh immer über so vieles auf. Ich beschwere mich über den Ultra-Shader, weißt du, und andere beschweren sich, dass sie gar keinen Shader haben. Und ich beschwere mich erstmal über den Ultra-Shader. Verdammt! Dass man den nicht benutzen kann. Hä? Doch, na, ich hab mich beschwert, weil das scheiße aussah. Du blöde Sau, ey. Andere freuen sich total, wenn sie den mal benutzen können und ich beschwere mich, dass der scheiße aussah. Oh, ich hab ein Brecheisen gefunden. Aber Justin, du bist eh so eine Alter, ne? Bei uns dann. Wooden Tie. Bei uns in der Klasse wird's dann wieder gleich wieder so heißen, ne?
Du beschwerst dich eh viel zu viel. Melon Seeds und Watermelon Seeds, ist das gleiche oder was anderes? Hier, ich habe hier Watermelon Seeds. Keine Ahnung, vielleicht mal, sind was ist Wooden Tie? Warte, ich guck mal hier, wofür man wissen, das ist. Wooden Tie. Jetzt habe ich das Portal verloren. Das war dämlich. Für was? Oder? Ach Quatsch, nee, habe ich gar nicht. Bin einfach keine Ahnung, ein wofür man das brauche. Ich nehme einfach mal mit, für das selber. Dafür werfe ich einen Apfel weg. Oh mein Gott, ein Apfel. Bin eine Ebene zu tief, habe ich so das Gefühl. Und dann baue ich mich hier jetzt einfach wieder hoch. So, zack. Komm, leck mich am Popo. Wir bauen uns jetzt hier wieder hoch. Scheiße dran. So, darauf stehst du, ne? Oh, noch ein Chart. Ja. Oh, geil. Scheiße. Ich kann mir auch nichts zu essen leisten. Ich muss mir jetzt hier die Scheiße anderer Leute. Das glaube ich dir. Wobei, den anderen würde ich das eher zutrauen. Welchen? Achso, den anderen, oder was? Keine Ahnung, ob du mir meinst. Ich könnte sogar... Weiß auch nicht, wen du meinst. Ich zwei Leuten zutrauen, einen davon kennst du nicht. Ja. Richtig, du scheiß Dinge. So, warte, pass auf. Ich habe jetzt 30 Lava-Zellen. Ich bin übrigens wieder in der richtigen Welt. Kannst du ja, also teleportieren. Ich bin aber gerade noch am Chart-Farm und alles, ne? Also, ich hänge mit der Höhle. Und jetzt könnte ich mal einmal kurz gucken. Meine Rabatriz wieder. Das geht voll schnell, Alter. Fertig sind. Vor allem, wenn man so farmt. Ich muss jetzt die erstmal hier ein bisschen präparieren, dass man wieder alles hier sieht. So. Jetzt aber gerade keinen Bock weiter. Wollen wir eigentlich den geothermalen Generator unterirdisch wollten wir den bauen, ne? Ja, das alles sollten wir unterirdisch bauen, weil so wie das da auf dem Testzimmer gerade aussieht, das geht echt gar nicht. Das können wir der Welt nicht antun. In kein Haus bauen, das, stimmt. Ja, in Haus schon, aber dann im Keller. Ganz, ganz, ganz tief unter der Erde, wo es niemand sieht. Ja, ihr müsst nämlich wissen, auf dem Testserver sieht es echt schlimm aus. Alter. Da haben wir es aber auch voll übertrieben. Das werden wir hier, wenn dann erst bei der 200. oder 300. Folge von der zweiten Staffel würden wir so weit überhaupt kommen, wenn überhaupt. Ja, und man muss echt einfach mal sagen, dass, ja, wir dann wahrscheinlich so, keine Ahnung, dann aber auch wahrscheinlich einen besseren Server brauchen, also mit mehr RAM und so, weil es halt, der hat es halt einfach hier, wo wir gerade drauf spielen, der hat es halt einfach mit den ganzen Ticks, so wie wir das da gebaut haben, wir haben da halt sau viel Redstone Engines benutzt und das hat der einfach gar nicht ausgehalten. Ja, absolut nicht. Weil wir da so viel einfach benutzt haben davon. Ja, das lag halt daran, dass wir da so viel Ticks drin hatten überall. Könnte auch an unserer Bauweise gelegen haben, ja, Justin. Das möchte ich gar nicht ausschließen. So, also normalerweise müsste ein Server das trotzdem noch aushalten. Also, wenn man sich mal angeguckt hat, was für Prozessor die nehmen. Ich meine, ich habe ja gesagt, was für Prozessor die da haben. Was für ja, und dann stimmt das auch noch. Alter. Vor allem, ich rate erst so und dann sehe ich da so und die haben ganz genau diese Scheiß, diese Prozessoren, diese CPUs. Diese besten ja, Prozessoren der Welt. Die sind sehr gut. Die sollte man auf jeden Fall überall nehmen. Hus. Obwohl, manche sind echt gar nicht so schlecht. Kommt manche, halt drauf an, welche Marke man hat. Dann echt. Also die meisten sind für den Arsch, aber manche auch nicht so. Das ist die logische Reihenfolge der Dinge. Logisch. Hä, ich habe auch keinen Brustpanzer mehr. Das ganz ist toll, ey. Bist mir. Boah. Ja, du, meine Titten baumeln gerade frei rum. Ja. Passt. Hier glaube ich das passt auch. Das passt irgendwie zu den Behauptungen, die Nico immer gemacht hat. Wer hat das? Ja, Nico, wer hat dieses Gerücht eigentlich nicht in die Welt gesetzt, dass du fett bist? War das nicht Nico oder da so? Hat, ich weiß es nicht. Nee, da hat nee, Nico nicht, da hat Timmy irgendwann mal mit angefangen und dann hat Gomme das für lustig befunden und meinte, er müsste da ja auch mitmachen, weil er so ein cooler Stricher ist. Ich habe keine Ahnung, wer es in die Welt gesetzt hat. Ich dachte erst Nico war das, aber
Dann ist Quatsch, Nico immer ey, nur der, Nico. Der das fortführt. Ja, Nico, der Idiot, der kann doch sowas gar nicht zusammenreimen. Er ist immer nur der Idiot, der das alles nachmacht. Genau, du hast es erfasst. Das ist Nico. Ja. Das ist der real Nico. Das ist der real Nico of the night. Of na. Oh, ich glaube, ich tippe mich mal. Ach, ich so. Viel Spaß. Nein. Siehst du auch gleich unseren Keller, den ich gerade ausräume. Ups. Bisschen Wendeltreppe, darfst du dir jetzt auch nicht entgehen lassen. Wie hoch hast du das Scheißding gebaut? Weiß ich nicht. Bisschen. So, bin oben. Nach einer halben Stunde. Mal. Wie, du bist angekommen? Was? Das geht gar nicht. Also ich muss, glaube ich, noch tiefer bauen. Dir würde ich ja sogar zutrauen. Weißt du, dass ich direkt tiefer baue, weil du angekommen bist oben? Ja, das würde ich mir auch zutrauen. Doch. Also ich würde mir eh so einiges zutrauen. Ey, jetzt ist die Musik schon wieder weg. Ich schon meine auch. Jetzt ist sie wieder da. Das Ding hier will mich echt manchmal trollen, weißt du was? Ja, ich merk schon. Merkt das schon wieder, really. Really? Perfekt. Was? Warte mal, ich muss mal eben einmal kurz da die coole Musik noch hinzufügen. Gute. Fügen wir das da auch noch mit rein. Die habe ich nämlich, glaube ich, alle gar nicht drin. Ich möchte mal rein. Ich liebe dieses Lied. Irgendwie als Playmusik ist das super. Es ist super anstrebend, so, weiß nicht. Übrigens, dann gibt es jetzt ja wahrscheinlich mal wieder ein bisschen Block-Network-Einschränkung. Also dann gibt es halt nicht mehr so viel Parts Block-Network. Oder vielleicht sogar jeden Tag 2 Videos bei mir. Weiß nicht. Oder vielleicht auch abwechselnd, mal gucken. Meinst du denn zu dem Thema, Justin? Ich weiß, also abwechseln wäre schon ganz cool, aber naja, ich keine Ahnung, wie du das machen willst. Ich habe auch keine Ahnung, wie ich das machen werde. Ja, ich habe auch keine Ahnung, wie ich das machen will oder werde. Auf jeden Fall, keine Ahnung. Das kann man ja alles noch sehen, wie man das einfach alles uploadet, hochladet. Hochladet. Oh, du scheiß Zombie, halt die Schnauze. Judith. Ich muss jetzt mal kurz den Zombie hier wegschaffen. Da der so inkompetent ist und meint, gegen unsere Tür schlagen zu müssen. Guck mal, der hat so voll die... Du, vielleicht steht der da drauf. Roten Augen, hält voll viel aus und hat ein Gehirn gedroppt. Zombie-Brain. Ja, Zombie-Brain. Oh, halt die Schnauze. Ja, du, ich kenne das schon. Auch, Handy aufladen, bla 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 bla. Du mich auch. Der Akku ist schon wieder leer. Ne? Kennst du nicht scheiß Akkus? Ich glaube, meiner ist gar nicht leer. Bei mir ist noch 71%. Ja, meiner ist leer, weil ich die ganze Zeit hier mit Jeremy beschäftigt war. Hast du ja gesehen, was da vorhin bei mir abging, ne? Ach so, stimmt. Ja, das können wir doch hier gleich auch mal machen. Das machen wir jetzt im Let's Play, weil wir so cool sind. Wo du hast ich das dein denn Backpack da? Sogar gelockt. Wie macht man das denn? Ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Sehr gut. Eindeutig. Oh, ja. So, Justin, jetzt stell eine Frage. Hä? Achso, was, warte, was ist das? Habe ich das hier noch? Ja, habe ich noch. Das Ding hat sogar gesagt, sicher doch. Dein Penis ist sicher. So, warte, Gold, hatte ich... Gold. Schaffen wir es noch irgendwann, es so aussehen zu lassen wie auf unserem Testserver, magische Miesmuschel? Auf keinen Schnauze. Fall. Ach, das ist doof gelaufen. Das schaffen wir. Ganz sicher. Siehst du? Sag ich doch. Okay, stimmt, sie ist doch unserer Meinung, bei oder? Immer, ne? Bei mir doch immer. Auf jeden Fall. Ja, du, hier, die App ist irgendwie nicht immer deiner Meinung. Vorhin sah es noch ein bisschen anders aus, wa? Aber auch ganz oft meiner Meinung gewesen, ne? Rede mal bitte nicht so leise.